Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Worldwide 2, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Und in diesem Part haben wir uns für unseren Starter entschieden. Und oh fuck, ich bin gar nicht im Bild gerade. Ups, so jetzt. Jetzt können wir gehen. Und zwar, vorweg erstmal was. Vielen Dank für die geile Resonanz, Leute. Es gab so viele Kommentare und so viele Bewertungen. Und ich bin echt dankbar dafür, dass ihr da so, ja, von dem Projekt quasi begeistert seid, also halt Spaß daran habt, denke ich mal jetzt. Also nach dem ersten Part zu beurteilen, mal sehen, was es jetzt auch wird mit den anderen Parts. Ich muss noch kurz was klären. Und zwar sagte ich im letzten Part sogar, ihr müsst nicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein Pokémon sein wollt. Ich werde das schon alles sehen, ich werde schon die Kommentare lesen. Aber dann dachte ich mir, das ist sogar gut, dass ihr das in die Kommentare geschrieben habt, weil dann kann ich sehen, wer welches Pokémon sein möchte. Also falls ich jetzt irgendwie draußen ein Lucario sehe, dann weiß ich zum Beispiel, aha, ich kann in die Kommentare gucken und mal gucken, wer vielleicht ein Lucario sein wollte, explizit. Also ich kann mich dann auf Pokémon beziehen und das ist sogar cooler, finde ich, als dass ich irgendwie ganz viele Pokémon ganz random nach irgendwelchen Zuschauern benenne, wo halt gar kein Kontext quasi herrscht. Aber wenn zum Beispiel jetzt ich ein Lucario begegnen würde, würde ich in die Kommentare gehen und sehen, okay, Kario zockt, will gerne ein Lucario sein, dann nenne ich es halt nach ihm und dann ist gut. Weil ich denke mal, dass ich genug Pokémon finden sollte, die ich nach euch benennen würde. Und wenn ich halt keine Pokémon sehe, also Pokémon finde, die ihr nicht, also die nicht in den Kommentaren vertreten sind, kann ich ja halt quasi nochmal dann einfach irgendjemanden rausnehmen, weil der würde sich auch bestimmt freuen darüber. Also, falls es nicht sein Hass-Pokémon sein sollte jetzt oder so, aber ich denke mal, dass es trotzdem passen sollte. Das zweite ist, nochmal vielen Dank an den. Moment. Verdammt. An den Adritas-Tisch. Adritas-Tisch. Und zwar, der hat nämlich gesagt, dass wenn ich beim Up-Randomizer die Funktion, dass der Rivale seinen Starter behält, anhabe, dann buggt das Spiel rum. Deswegen vielen Dank an dich. Das habe ich jetzt nicht abgeändert hier ganz schnell, bevor ich das den zweiten Part startete. Deswegen haben wir jetzt hier auch schon mal unseren Starter gewählt und können uns mal angucken, was gewonnen hat. Und zwar hat gewonnen Rotomuff zum Glück mit, ich glaube, 30 Stimmen oder 29. Und Nachtara war ganz knapp hinter, ich glaube mit 27 oder 26 Stimmen. Und Sodamark hatte leider 0 Stimmen, leider. Ja, also keiner mochte Sodamark, schade, aber ich finde auch Sodamark total komisch. Generell, die Affen sind alle drei, also sind alle komisch irgendwie, total random sind die. Aber wir haben jetzt hier unser Rotomuff, den Reaper, weil das hoffentlich reapen wird. Und Pokémon durchschneiden, weil es hat ja so, ihr wisst, was ich meine. Und es hat die Attacken Kratzer, Lehmsula und Rapid Spin, also Rapiddreher, nein, Turbodreher. Und ich habe heute erfahren, dass man es Lehmsula schreibt und spricht, weil ich dachte früher, dass es immer Lehmsula wäre, aber es ist halt nicht Lehmsula. Okay, habe ich nicht gewusst, bevor ich das alles eingestellt habe hier. So Leute, jetzt aber nicht lange reden, wir haben jetzt hier unseren ersten Rivalenkampf und ich hoffe, dass der nicht irgendwie ein Mewtwo hat oder so, weil ich würde den ersten Kampf gerne gewinnen, aber gesagt sei auch, falls wir den ersten Kampf verlieren sollten jetzt, dann zählt das nicht als ein Lose, weil, also nicht als ein Verlust von Rotomuff, denn die Nuzlocke geht erst dann los, wenn wir auch Pokébälle haben. Und das kriegen wir erst, glaube ich, auf der ersten Route von der Bianca. Und bis dahin sind die Regeln nicht an. Also können die Pokémon encountern oder halt auch jetzt verlieren. Das würde nichts daran ändern. Deswegen bin ich zufrieden, also froh darüber, weil ich meine, wenn ich jetzt irgendwie... Ich will kämpfen mit dem, hä? Jetzt geht's los, okay. Weil ich will halt gerne das Projekt irgendwie auch länger als zwei Parts haben und nicht irgendwie... Ja, und nicht irgendwie nur zwei Parts. Ach, was rede ich da? Ich will das Projekt gerne länger als zwei Parts haben. So, er hat einen und jetzt kommt's. Zickzack, super. Ja, pff, ist doch geil, hallo. Zickzack, das beste Starter-Pokémon, das man haben kann. Okay, Leute. Okay. Ich würde sagen, wir gehen hier auf Scratch. Wobei, macht nicht Rapid Spin mehr Schaden als Scratch? Oder irre ich mich da jetzt gewaltig? Ich schau mal schnell nach. Ich glaube aber, nee, Scratch macht mehr Schaden, ne? Ja, Scratch macht mehr Schaden. Ja, das war so gewesen.
dann spammen wir mal hier einfach Scratch, weil ich denke mal, dass Zigzags eh nicht machen kann. Außer er hat irgendwie Bellydrum und sonst was drauf und ne, hat er eh nicht, komm, so. Ich glaube, der macht mehr Schaden, als ich ihm Schaden mache. Hat Rotom hoffentlich eine höhere Base Attack? Wow, ich glaube, wir verlieren den ersten Kampf sogar. Wobei, nein, wir sind schneller, also könnten wir sogar jetzt gewinnen. Ja, wir gewinnen, okay, wir haben gewonnen. Heuler, wow. Wobei, jetzt sind wir aber... Nee, wir schaffen das. Noch einen Scratch und dann haben wir gewonnen. Der erste Kampf war hart, Leute. Habe ich mir sehr, war sehr atemberaubend und anstrengend. Also ich bin froh, dass der seine Starter nicht behält, weil Zigzags ist irgendwie so lame für einen Rivalen. Ja. Wobei, ich sag jetzt hier aber nichts, weil sonst beschwöre ich noch irgendwie ein Arceus für ihn herauf. Dann habe ich im nächsten Kampf gegen den so drei Legis oder so vor mir. Und jetzt, glaube ich, gehen wir zum Pokémon Center. Oder irre ich mich da jetzt? Ja, wir gehen zum Pokémon Center. Ich glaube, das kann ich alles hier speeden. Weil ich glaube, dass das alles eigentlich für euch irrelevant ist. Wobei, ich sehe gerade, dass wenn ich das speede, ist es irgendwie von der Qualität des Bildes her am Laggen. Kann das sein? Leckt das? Es leckt ein bisschen, ja. Warum auch immer. Also Speed sollte nicht laggen. Speed sollte eigentlich schneller sein, nicht irgendwie laggig sein. Egal, wir speeden trotzdem, weil, auch generell, viele sagen ja, dass Speeden doof ist, aber ich finde Speeden ganz okay. Vor allem bei so unnötigeren Sachen, die nicht so, ja, ich sag mal, wichtig sind. Also nicht so halt von Bedeutung sind. So Sachen jetzt wie, Moment mal, so. So Sachen jetzt wie... Tutorials oder wilde Pokémon-Kämpfe zum Leveln mitten in Parts. Also ich würde auch gerne halt offscreen trainieren. Dann mache ich da halt eine Art Ding hinter. Wie heißt das? Bin ich zu hell? Moment mal, ich sehe irgendwie hell aus. Ich bin sehr überbelichtet, glaube ich. Naja, egal. Das ist, glaube ich, nicht schlimm. Das sollte passen. Auf jeden Fall. Ich würde gerne halt Montagen dann machen. Also von meinem Leveln, also wie ich halt levele, damit das halt alles glaubwürdiger rüberkommt, dass ich auch gelevelt habe und nicht irgendwie durch so spezielle Bonbons mich hochlevele. Und jetzt kriegen wir hier sogar ein Fahrrad, Leute, das ist voll cool, wir kriegen hier ein Fahrrad direkt, das ist, also dieser Hex von dem, Draiano heißt der, glaube ich, oder Drayden, ach, weiß nicht, wie der heißt, der hat hier immer am Anfang für Fahrräder und voll die coolen Items, die einem enorm helfen können. Und Fahrrad ist richtig cool. So, erstmal das Fahrrad hier registrieren und dann erstmal hier damit rumfahren ein bisschen, ne? Weil wir wollen ja schnell sein. Und ich glaube, mit Speed und Fahrrad sind wir mega schnell, oder? Ja, es... Okay, es war sehr am Ruckeln. So, hey, this way! Jetzt können wir hier unser Pokémon fangen. Das finde ich sehr cool, weil können wir jetzt unser erstes Encounter auch direkt fangen, weil oft war es ja so, dass man halt das erste Encounter nicht direkt fangen konnte, wenn man keine Bälle hatte. Aber jetzt haben wir direkt die Bälle auch dabei und Pidilu ist, glaube ich, kein Teil dieser Route, weil das, glaube ich, hier alles schon eingescriptet ist, dass da ein Pidilu kommen sollte. Ja, doch, ist eingescriptet. Also, ist alles safe mit dem Randomizer. Ich habe jetzt Angst, dass ich irgendwie so ein Stufe 3 Pokémon kriege oder so ein legendäres Pokémon als ersten Encounter bekomme und das nicht fangen kann. Weil ich meine, Rotom, ob es nicht gerade das stärkste Pokémon, das man haben könnte. Also jetzt generell halt. Ist halt noch ein, Level 1, also von Stufe 1 Pokémon. Das ist also Entwicklungsstufe 1. Deswegen wird's kritisch. Aber ich find's cool. Also ich finde Rotom an sich ganz cool, weil es halt eine ganz, es hat eine ganz gute Base, ganz gute Base-Werte. Es hat, glaube ich, Attack 85 und... Init 60 oder so, das ist eigentlich ganz cool für so ein Pokémon, für so ein Starter-Pokémon vor allem, ist ganz okay. Außer du hast halt Gegner, die jetzt irgendwie so Hydreigons haben oder keine Ahnung, was die da alles haben können jetzt hier. Ich bin gespannt, ich hoffe auf kein overpowertes Stufe 3 Entwicklungs-Pokémon oder Legi wäre noch schlimmer. So, okay Leute, es geht los. Ich hau nicht hin. Elfun! Ich finde das total cool eigentlich. Also einer, den ich kenne, wird sich sehr darüber freuen.
Habe ich Tränke dabei? Wow, Leute, wenn ich jetzt hier verliere, ne, dann, Fuck. Ich lauf weg, oder? Ich lauf weg. Ich muss weg hier. Fuck, ich muss weg! Ich muss es fangen oder so. Ich kann hier nicht mal weg. Fuck, verdammt! Verdammt! Pokéball! Ja! Ja! Wir haben nicht verloren, Leute! Ich habe gerade 1000 Szenarien gehabt. So wie ich jetzt verliere und was danach passieren wird, ob ich das alles jetzt abbrechen muss deswegen oder oh Gott. Wir haben es einfach gefangen. Wow. Also das ist echt, das ist super, das ist geil. Und ich habe den perfekten Namen für dieses Pokémon. Denn ich wollte eigentlich das nach Zuschauern benennen, aber ich glaube, dass die meisten Zuschauer damit einverstanden wären, wenn ich dieses Pokémon einem Freund widme. Ach ja, ich freue mich gerade nicht. Ich freue mir gerade einen Ast ab. Ach komm, ich lasse es einfach so jetzt. Ich lasse es so, weil... Auch wenn es weiblich ist, ist es halt klar, warum. Ich freue mich gerade voll. Okay, wir heilen auf, Leute. Wir heilen auf. Wir müssen aufheilen. Und ich merke gerade, der Randomizer ist verdammt krank drauf, weil Elfun, oh Gott, hätte sehr schief gehen können. Hätte der zweimal Mega Drain gedrückt, ich wäre tot. Ich hätte die Niantic verloren direkt im zweiten Part und das ist nicht toll. Okay, wir gehen jetzt hier schnell unsere Pokémon aufheilen. Oh, das war cool gerade. Das war gerade echt spannend. So früh schon so ein krasser Encounter und so ein krasser Kampf. Wow. Okay, komm, mach schnell. Heil schnell auf. Jetzt schnell hoch hier wieder. Und ich schau mal nach, was da noch so für Pokémon rum sind. So existieren. Dann kann ich ja dementsprechend auch mehr, trainieren auch hier teilweise. Ich pack mal Timo nach vorne, weil ich will, Reaper gerne behalten. Also, falls es jetzt irgendwie zu einem Szenario kommen könnte, wo ich jetzt hier beide Pokémon verliere oder so. Und Gardevoir gibt's was? Wie cool ist das denn? Ein Gardevoir, Mann. Okay, erstmal machen wir jetzt hier Mega Drain. Wir sind schneller, das ist super. Und machen noch ordentlichen Schaden. Heuler, mach du mal. Warte, kann Gardevoir irgendwas Krasses auf dem Level? Kann man bestimmt irgendwie Psychokinese, weil wegen Level 1 Move gibt's doch immer so. Oder? Es kann bestimmt was Krasses auf Level 1 lernen, Gardevoir. Ich wette es. Fünfte Generation. Es kann... Konfusion, okay, das passt. Lichtzieht. Können wir gerade auch gleich für Dingens, für Rotom auf ein paar Erfahrungspunkte rübergeben. Ich gehe mal raus auf Rotom auf unserem Reaper und dann können wir da ein bisschen hier Punkte rüberknacken hier. So, und auf Level 6 dann noch gehen. Reicht der aus? Nee, reicht nicht aus, wow. Also Gardevoir kann man echt gut zum Training benutzen. Aber Gardevoir wäre auch cool im Team so, ne? Das wäre halt mega cool gewesen, wenn man das hätte, aber okay, passt so auch. So, Level Up für Reaper und Level Up für Timo auch vielleicht, komm. Komm. Nee, schade. Okay, das passt, das ist okay. So, und? Moontier, okay. Das passt auch. So, Mega Drain. Also ich finde, dass man mit Elfun voll den Vorteil hat, weil wir haben halt A, Prankster, glaube ich. Haben wir Prankster? Das kann nur Prankster haben, oder? Ja, Prankster, ja. Okay. Und generell ist Elfun halt mega schnell und auch stark. Und Mega Drain so früh zu haben, ist auch sehr gut. Und ich bin froh, dass ich das bekommen habe. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen leveln. Und so, ich glaube, so Level 10 bis 15 sollte okay sein. Ja, sollte passen. Nicht Growth, fuck, ich wollte nicht. Doch, Growth ist sogar ganz cool. Absorber, ja, mach du mal. Erstmal jetzt hier Lead Seed. Und dann, oh, er kann das avoiden. Warum avoidest du das denn, mein Freund? Er wollte das doch nicht. So, Lead Seed, bisschen besamen, das
Butterfree! Nee, Butterfly. Nee, Beautyfly. Ich kann mir die Namen nicht merken. Verdammt. So, Megasauger sollte jetzt ordentlich viel Schaden machen bei plus 1. Und du weißt, hat eine vierfache Resistenz, ne? Wow. Mega der Schaden. Ach ja, ich gehe hier raus und zwar. Nee, wobei das ist risky wegen Rotom. Rotom-Morph. Wir haben ja einfach unseren Dingen hier, unseren Lead-Seed. Das macht Cotton Spore. Cotton Spore macht das, glaube ich, langsamer, ne? Ja, macht's langsamer. Okay, das passt. Das ist okay. Ich gehe jetzt nebenbei hier immer auf Mega Drain, weil es halt sich aufheilen kann durch seinen Absorber. Deswegen kann ich hier mit Mega Drain ein bisschen mehr Schaden machen und dann mache ich damit Leech Seed und Mega Drain richtig viel Schaden bei ihm. Und dann denke ich mal, dass es klappen sollte. Und ja. Auf Rotomuff gehe ich nicht raus, weil es halt zu risky ist, weil er halt wieder dann auffallen kann durch Absorber, falls er mich dann damit trifft. Ja, deswegen bleibe ich hier mit Timo mal drin und versuche ihn so rauszunehmen. Aber das ist voll cool gerade. Ich mag das Team echt schon. Also ich meine, wir haben schon zwei Einal-Pokémon, was total cool ist, weil Einal hat echt coole, gute Pokémon zu bieten. Und in so einem Einal-Spiel sollte man auch mit Einal-Pokémon spielen, finde ich. Deswegen bin ich froh, dass ich schon so zwei coole Pokémon habe. Und ja, ich freue mich hier gerade. So, ich glaube, wir machen noch ein paar Minuten, dann hören wir auch auf mit dem zweiten Part. Dann können wir auch in die nächste Stadt schon mal gehen. Dann können wir da auch den Part beenden. Und Level 7 direkt. Wow, das ist so cool hier. Ich mache mal noch ein paar Kämpfe hier so. Ja, auch nicht schon wieder. Nein, das war mir zu anstrengend gerade. Nein, ich mache das nicht nochmal. Das war zu viel gewesen. Hast du und gibt es hier Trainer oder so in der Ecke hier? Bist du nicht ein Trainer? Oder bist du der, der mir zeigt, wie man über diese Hügel springt? Ja, du bist der. Oder? Ja, ich denke mal schon. Hab nicht gelesen. So, Kanivana. Ich wollte gerade Kavanava sagen, aber Kanivana heißt es. Mega Drain und das sollte one-hitten. So. Oh, Level Up? Nein, schade. Wow. 21. Wow. Danke auch. Zipurze, okay. Das passt nicht. Ich sollte auch mal vielleicht eventuell ein bisschen Rotomove trainieren. Och nein, Beautyfly. Es gibt echt scheiß Pokémon hier irgendwie. Also ich bin froh, dass ich hier direkt Elfun begegnen konnte. Oder halt... Also Gardevoir wäre auch cool, aber ich meine, Elfun ist auch super gut. Kann man sich nicht beschweren. Also ist halt sehr stark, deswegen... Hallo Elfun, na, wie geht's dir? Na. Komm, hier weg. Weg. Gibt's denn noch irgendwas Cooles? Außer Elfun und Beautyflies und Zipurzen vielleicht. Nee, okay, schade. Ich gehe jetzt hier weiter. Das ist mir gerade zu doof. Ich sollte eventuell mal Team Rotomuff nach vorne tun und dann das bisschen hier leveln. Weil das sollte auch mal ein paar Erfahrungspunkte abbekommen. Und ein Gardevoir. Hallo Gardevoir. Na du? So, wir geben dir mal hier einen Scratch in die Fresse und machen viel Schaden. Machen sehr viel Schaden. So, jetzt können wir auch weitergehen, weil ich denke mal, dass ich jetzt hier den Level abkriegen sollte. Ja, kriegen wir sogar. Dann kann ich jetzt hier auch weiter in die nächste Stadt gehen. Und da ist sogar hier unser Freund Albu. Albu? Nicht Albu. Wie heißt er nochmal? Albert? Lauro. Stimmt, Albert. Lauro, aber warte, im Englischen hieß er doch anders im Englischen, oder? Der hieß im Englischen mit A irgendwas. Ich schau nach. Lauro. Der hieß im Englischen anders. Der hieß dort... Alder, genau. Alder hieß der, ja. Der Alder. So, ich gehe jetzt hier schnell auffallen. Dann mache ich vielleicht noch kurz die Sequenz mit... diese Stelle halt mit Lauro. Mit Albert. Ach ja, der Albert. So, hallo Albert. Bla bla bla, ja, dein Haus. Du willst jetzt mich wie zu den anderen Kindern führen. Und irgendwie ist es schon pädophil von ihm teilweise, dass der Kinder in sein Haus schleppt, obwohl er so alt ist. Und es sind zwar seine Enkel, glaube ich, aber trotzdem ist es... Also er will mich mitschleppen, aber das ist ein bisschen komisch. Ich bin gerade 10 geworden, Mann. Lass mich in Ruhe. So, ein Pokémon fangen wir noch, Leute. Würde ich jetzt sagen. Und den machen wir auch noch, den Trainer hier. Den machen wir noch. Ich speichere mal kurz ab hier an der Stelle. Und dann, machen mal den einen Trainer noch hier. Ich liete mal Sicherheit habe mit Elfun, weil Elfun, glaube ich, am sichersten gerade ist hier. Hoffe ich mal. Ja, jetzt wird's knapp hier.
Okay, das passt, ja. Kann man, ja doch, das war gut für mich. Mega Drain! Mega Drain! So, komm mal an. Mega Drain, komm, jetzt reicht's aber auch aus, oder? Ja, es reicht aus, super, danke schön. Level 8, Level 8, Level 8, Level 8, Level 8! Yes, gut. So. Sanflora, okay. Können wir nicht in Reaper reinwechseln? Nee, ganz bestimmt nicht in Reaper. Leech zieht erstmal hier. Oh fuck, es ist ein Typ Pflanze-Pokémon, ne? Verdammt. Mega Drain! Dieser Schaden. Wow, dieser Schaden, der macht echt viel Schaden. Der Schaden ist krass. Jetzt sind wir hier für 3 Jahre lang an diesem fucking Sanflora. Ich trinke was, Leute. Das ist mir gerade zu trocken im Mund. Im Munde. Der macht einfach Growth. Der macht Growth. Hör auf. Hör auf, bremst dich auf Growth. Come on, jetzt mach endlich. Mega Drain. Gib ihm. Crit. Nein. Jetzt aber, komm. Komm, 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 crit, 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 crit. Egal, noch so ausgereicht, okay. So, und 3 Level für Timo vielleicht? Komm, 3 Level, noch ein Level, schade, kein Level, okay, okay, kein Level. Es war gerade noch Tag. Jetzt ist es dunkel. Okay, ich mach den, die eine noch mache ich, glaube ich, hier. Ich pack Reaper nach vorne. Reaper verdient Liebe. Reaper braucht Liebe. Wenn Reaper stirbt, dann ist halt Reaper tot. Dann haben wir noch Timo und der reicht uns aus. So. Ja, Roggenroller, okay. Nicht so okay, dann gehe ich hier lieber raus in Timo, weil irgendwie ist Reaper voll nutzlos, sehe ich gerade. Och Mann, Timo. So. Mega Drain hat das Sturdy als Sturdy, ja, verdammt. Warum machst du auch Sturdy, Mann? Warum machst du so? Wir haben fast keine AP mehr auf Mega Drain, sehe ich gerade. Kann kritisch werden. Ach, wollt ihr mich verarschen, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Genesekt. Der hat einfach einen Genesekt, der Typ hier. Level 1. Was kann ich so lernen auf Level 1? Metallklaue, Stachel, Tech. Kann Tech Blaster lernen auf Level 1? Okay, in der 5. Gen. Okay, doch, kann es auch. Och Mann, warum machst du so Genesect? Genesect. Ich würde sagen, keep battling. Wir bleiben drin. Level 5 ist okay. Level 5 ist okay. Wir geben den Leech Seed rein erstmal. Quick Attack. Oh, das tacken wir super gut, okay. Macht keinen Schaden, finde ich super. Jetzt gehen wir auf, ich würde sagen, Growth. Ja, einmal Growth hier. Einmal Growth. Und dann machen wir hier schön Mega Drain Spam. Er kann Tech Blaster lernen auf Level 1. Warum macht er das dann nicht? Setz es doch ein. Machen schon viel Schaden. Also dafür, dass er eine Resistenz gegenüber Pflanze hat, hat er nicht eine vierfache Resistenz mit Stahl und... Ja, er hat eine vierfache Resistenz gegen Pflanze. Wir machen schon einigen Schaden trotzdem. Aber du fucking Genesect, was ist das denn? Ich gehe jetzt hier auf paar Growth, damit ich eventuell im nächsten Pokémon, also fürs nächste Pokémon halt mit Mega Drain One hitten könnte. Weil wir haben ja noch ein AP auf Mega Drain drauf und Lizzie sollte ausreichen auf Genesect, deswegen so, ja, das passt schon. Ja, das passt. Ja. So, mach mal Quick Attack, jetzt komm durch Lizzie und noch ein Lizzie, dann sollte das glaube ich auch down sein. Ja, das passt. Die haben, okay, mag alles safe. Ich habe, glaube ich, ein bisschen übertrieben mit Genesect. Genesect ist gar nicht mal so stark, finde ich. Also, es kann zwar Tech Blaster eigentlich haben, aber warum es nicht gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Kann auch sein, dass er das nicht erlernt hat, weil er halt schon auf Level 1 5 Attacken haben kann. Und dann eventuell halt durch die 5 halt Tech Blaster weggefallen ist. So, Gast können wir sogar kriegen. Wäre gut eigentlich. Wobei, Gas ist nicht physisch. Das ist. Nee, das ist speziell, okay. Ja, können wir halt.
Kann man gebrauchen wegen Pflanze und Käfer-Pokémon, weil die machen Timo ein bisschen Probleme. Wir machen mal Cotton Spore weg. Ja, Cotton Spore kann weg, das passt schon. Wir sind eh meistens schneller mit Elfhuhn, deswegen passt es eigentlich, dass wir das... Ein Rayquaza! Ein fucking Rayquaza hat der jetzt. Was ist das denn bitte? Was ist das? Ja, danke auch. Hier, Mega Drain, Alter. Komm. Mach Schaden. Danke. Komm, Wutanfall oder so. Grimasse, das passt. Okay. Er hat einen Er hat zwei Legis gehabt. Rayquaza und Genesect. Was ist das? Doch, du willst mich doch verarschen, Mann. Komm, hier. Licht zieht. Mach. Dankeschön. Twister, au, macht das nicht viel Schaden? Ach nee, das ist Drache, ne? Das war Drache. Okay, ich dachte, das wäre vom Typen Flug. Das hätte viel Schaden gemacht, glaube ich. Gast sollte jetzt aber Schaden machen, weil es halt wir bei plus 4 oder so sind. Ja, super. Nice. Danke, Elfhuhn. Elfhuhn ist OP, Leute. Elfhuhn ist OP. Okay, ich würde sagen, wir beenden den Part und dann fangen wir das nächste Pokémon erst im nächsten Part. Ich gehe auffallen lassen. Das war gerade zu viel für mich. Das war gerade viel zu viel gewesen. Dieser Kampf, Alter. Genesect und Rayquaza in einem Team. Danke aber auch. Er ist so voll harmlos gewesen. Nö, ich dachte so, ja, okay, Linfu, passt doch alles. Safe und dann, nö. Genesect und Rayquaza. Fuck off. Und Tränke brauchen wir. Tränke. So, Potion holen wir uns, 9 Stück. 9 sollten reichen. Immer schön die geraden Zahlen beachten, weil wir ordentliche Menschen sind. Und damit bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.